echt. Die kostet glatt $3,000. Oder 150. Fälschung? Nicht. Meine Güte, sie sieht ja völlig echt aus. Genau. Gib mal her. Du würdest nie an eine Fälschung denken, solange du nicht innen das Futter siehst. So viel Luxus habe ich nicht. Ich muss das Innerste schon lange nach außen tragen. Ich mag keine Fälschung. Wen kümmert das? Es kommt nur darauf an, wie sie aussieht. Ist wirklich gut, wirklich gut. Wir können noch mehr haben. Der Kerl hat eine Karte. Er wohnt irgendwo. Das heißt The Valley. Wir hatten es gefunden. Das Fendi-Fälschungen-Paradies. An seinem Schaufenster sollte er was tun. $7,000 für $1,000, na, gefällt? Sehr schick. Sie hätten mir gefallen sollen, aber als ich in diesen Kofferraum starrte, sahen sie nicht mehr aus wie elegante Fendi-Taschen. Sie sahen nur billig aus. Und auch wenn alle anderen sie für echt hielten, würde ich immer wissen, dass meine Tasche aus einem Pappkarton in einem Kofferraum irgendwo im Valley stammte. Sie geben mir meine Tasche wieder. Verstehe. Sie haben meine Tasche gestohlen. Meine Abendtasche. Gibt's etwa Probleme hier? Ja. Ich bedauere das sehr, aber dieses Bunny hat mir meine Tasche geklaut. Das ist meine Abendtasche. Sie sagt, dass es ihre wäre. Dann gucken Sie doch rein. Da drin steht auf dem Etikett Made in China und außerdem sind ein Haufen Kondome drin. Sehen Sie? Fendi. Samantha wäre am liebsten im Boden versunken. Sie hatte alles an dem Bunny für falsch gehalten. Also gut dann. Es war ein Missverständnis. Offenbar genügte ein Nicken von Heath und die Poolparty war vorbei. Auf keinen Fall gehe ich ohne meine Freundin. Tut mir wirklich leid. Ihre falsche Fendi kostete sie letzten Endes 150 für die Tasche, 2000 für den Missbrauch ihrer gestohlenen Kreditkarten und nicht näher definierte Schäden an Samanthas Ego.